Der Neubau von der Gondelbahn Tannenbodenmarsch kann nimmt Formen an. In der aktuellen Sendung «Wir bauen für Sie» zeigen wir Ihnen, wie ein 6,9 km langes Seil transportiert und gespleist wird. Produziert ist Seil von der Schweizer Firma Fazer in Romanshorn, wo es auf zwei Spulen auftreibt und für den Transport parat gemacht worden ist. Die Spezialtransportfirma Wipfli aus Flüelen bringt die 75 Tonnen schwere Last von Romanshorn sicher an Flumsenberg. Das Wichtigste ist sicher, wenn wir Bewilligung einholen, bei den Strassenverkehrsämtern. Wir befahren ja hier mehrere Kantone, unter anderem Thurgau, St. Gallen und uns Astra, wo die ganze Autobahnbewilligung macht. Also das heisst, wir müssen die ganze Bewilligung beantragen. Beim Fahren hier haben wir den speziellen Fall, dass zwei Fahrzeuge miteinander verbunden sind. Also die zwei Chauffeure müssen gut miteinander reden, per Funk. Und sehr zurückhaltend beim Fahren sein, dass wir keine Gefahren verursachen. Oder? Und auch nie eine Vollbremsung nötig ist, oder fast nie. Das Gesamtgewicht ist ungefähr 140 Tonnen. Die Ladung allein ist etwa 80 Tonnen. Die Gesamtbreite 3 Meter, die Gesamthöhe 4,20 Meter und die Gesamtlänge etwa 35 Meter. Der Hinterfahrer hat sich eher passiv verhalten. Er hört den Funk, was der Vordere ihm sagt. Wenn zum Beispiel ein Fußgänger kommt, dann tut es der Vordere im Hinteren funken. Dann geht er schon ab dem Gas oder ein bisschen bremsen. Und das ist eigentlich eine Gefühlssache. Das merkt man im hinteren Fahrzeug, wenn einfach die Kraft, ob er am Stossen ist oder ob er hinterzogen wird. Dank dem, dass wir es auf zwei Fahrzeuge verteilt haben, ist jedes einzelne Fahrzeug relativ kurz und wendig. Also die Kurven in Flumsenberg werden uns nicht grosse Probleme bereiten. Jedoch später, wenn wir im Flumsenberg oben sind und noch die harte Strasse verlässt, dann kommen dann ein paar Herausforderungen, wo wir Vorwärtsfahrer zurücksetzen, und bis wir die Kurve geschafft haben. Das 6,9 km lange Seil ist an einem Stück am Flumsenberg angekommen. Von der Spule wird es auf die Rollenbatterie von den 20 bereits montierten Masten gezogen. Jetzt muss das Seil nur noch unendlich gemacht werden. Das Zusammenführen von den zwei Enden vom Seil und das Verknoten respektive das Verarbeiten zum Endlosseil wird als Spleißen bezeichnet. Letzte Woche haben wir die Seilanlieferung gehabt. Der Seilzug ist auch erfolgt innerhalb von einem Tag. Und danach wurde eigentlich die ganzen Vorspannarbeiten gemacht. Wir haben Flaschenzüge gesetzt und haben die Spannkraft aus der Seilrechnung aufgebracht auf das Seil und so die Vorbereitung sichergestellt, um heute die Spleißung durchführen zu können. Aufgrund der Batterien, welche auf der Strecke verbaut sind, muss man einen Ort finden, wo man das Seil auf der entsprechenden Länge herunterheben kann, sodass man am Boden die Möglichkeit zum Spleißen hat. Damit man die zwei Enden vom Seil spleissen kann, muss man die zwei Enden überlappend nebeneinander legen. Die Überlappungen von diesen Seilen nennt man die Spleisslänge. Die Spleisslänge ergibt sich aufgrund der normativen Vorgabe von 1200 mal der Seildurchmesser. So wird es berechnet und dann weiß man exakt die Spleißlänge. Das heißt, dass wir hier vor Ort mit dem 53 mm Seil eine Spleißlänge von 63,6 Meter haben. Ich bin Spleißer. Ich tue weltweit eigentlich die Seile endlos machen. Die Firma Altmann jetzt in dem Fall hat Seile eingezogen, tut es eigentlich spannen mit der Abspannung, die man hier im Hintergrund sieht, und tut es auf Betriebsdruck zusammenspannen. Und dann tue ich eigentlich von der Klemmplatte, die sie unten und oben haben, tue ich die Distanz messen und tue das auf Seile übertragen, dass dieselbe Distanz stimmt. Dort wird in der Mitte an jedem Seil eine Markierung gemacht. Das ist dann die Spleissmitte. Das Seil hat 6 Litzen und in der Mitte haben wir ein Seil, das aus Polypropylen ist. Also das ist ein Kunststoff. Von beiden Seilenden werden je 3 Litzen bis in die Spleissmitte rausgetragen. Das ist pures Handwerk. Drei von diesen Litzen werden mit der Seele kurz vor der Spleissmitte abgeschnitten. Somit haben wir auf beiden Seiten noch je 3 lange Litzen, die über die Spleissmitte herausragen. Jetzt wird das Seil verheiratet, das heisst zu einem Stück verknotet. Eine kurze Litze wird rausgetragen und genau an dieser gleichen Stelle mit einer langen Litze ersetzt. Wenn wir das 6-mal gemacht haben, ist das Seil fertig zusammengetragen. Es bleiben an 6 verschiedenen Stellen
je zwei Enden von diesen Litzen übrig, die ungefähr 3 Meter lang sind. Jetzt gilt es noch, die Enden so zu verknoten, dass sie nicht mehr sichtbar sind. Die Enden werden gerade gestrickt und dann eingewickelt. An diesen Stellen wird die Seile aufgedreht, die Seil wird abgeschnitten und mit einem Spleisseisen rausgedreht. Die umwickelte Litze wird an die Stelle der Seil hineingedreht und wird so von der umliegenden Litze gehebt. Wenn man das an allen 6 Stellen mit je 2 Enden, also insgesamt 12 Mal gemacht hat, ist das Seil endlos. Von einem Knopf im Seil sieht man nichts mehr. Darum merken wir gar nicht, wenn man mit der fertigen Gondelbahn unsere Runde dreht. Ich für meine Seite habe da in dieser Sendung doch einiges gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Jetzt wissen wir alle, wie ein endloses Seil durch die Spleissung entsteht. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen und freue mich auf die nächste Ausgabe, wenn es heisst, wir bauen für Sie.